Ja, servus, guten Morgen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Friesole Buschkraft. Ich melde mich heute mal wieder aus meinem zweiten Wohnzimmer. Das habt ihr jetzt bestimmt schon im einen oder anderen Video gesehen. Ich möchte heute mal wieder ein kleines Review machen. Und zwar, ich habe es ja vor einiger Zeit schon mal angekündigt, dass ich euch mal meinen Tagesrucksack näher vorstellen möchte. Und zwar geht es hier speziell um den V-Spot Zipper Fox in der 40 Liter Variante. Ich habe mir jetzt ein bisschen Zeit gelassen mit diesem kleinen Review-Video, einfach weil ich erst einmal ein paar Wochen Erfahrung sammeln wollte mit dem Ding. Ich habe den jetzt einige Male auf Tagestouren dabei gehabt, ganz speziell für Tagestouren, für Overnighter nutze ich den nicht. Und ich wollte den jetzt einfach mal ein bisschen auf Herz und Nieren testen, wie es sich so trägt, wie es sich so macht, ja, wie die Qualität sich schlägt. Und ich denke, heute ist jetzt ein ganz guter Zeitpunkt, um mal ja, so meine ersten persönlichen Erfahrungen zu schildern. Ja, wie ich es erwähnt habe, das beruht wirklich auf meinen persönlichen Erfahrungen. Also dieser Rucksack, der ist auch von mir gekauft, der gehört mir. Ich bin also nicht gesponsert, von daher erlaube ich mir da durchaus sehr ehrliches und offenes Wort zu dem Rucksack. Ich werde euch die Vorteile erzählen, was ich gut finde an dem Rucksack. Ich werde euch aber auch erzählen, was ich jetzt vielleicht nicht so toll finde an dem Rucksack. Aber lassen wir es darauf ankommen. Ich werde jetzt erst einmal anfangen, das Ding auszuladen. Dann kriegt ihr schon mal ein bisschen einen Eindruck drinnen, was da in diese 40 Liter mit reinpasst. Und werde natürlich dann im Einzelnen darauf eingehen. Ich hoffe, im Moment ist es jetzt noch ruhig. Ich hoffe, dass es noch ruhig bleibt. Ihr dürft euch nicht wundern, wenn hier mal Hundegebell in der Umgebung zu hören ist. Weil ich bin vorhin, das war so 300 Meter weg, auf eine, ja, ich glaube, Rettungshundestaffel gestoßen. Die machen hier anscheinend irgendwelche Suchübungen heute. Und da wurde mir schon gesagt, ja, sollte ein Hund sie heute finden, bleiben sie ruhig, die sind ganz lieb. Ist mal ganz interessant, weil ehrlich gesagt, ich bin ja der Meinung, ich bin hier relativ gut versteckt im Wald. Jetzt bin ich mal ganz neugierig, ob so ein Rettungshund auch mal was taucht, weil die sind ungefähr in meinem Block. Allerdings eben so 150, 300 Meter entfernt. Ich weiß jetzt nicht, wie weit das der Radius ist. Von daher, wenn da mal ein Hund später auftaucht, nicht wundern. Gucken wir mal, wie gut ein Buschkrafter sich hier verschanzen kann. Ja, dann wünsche ich euch mal viel Spaß. Und wie gesagt, legen wir mal los mit dem Auspacken. Ja, ihr hört es vielleicht im Hintergrund, ist wieder einer gefunden worden. Die haben mir vorhin erzählt, das war irgendeine Frau, die mir da vorhin begegnet ist, wenn die da eine Person auffinden im Wald, dann ja, bellen die, machen eben auf sich aufmerksam und momentan bellen jetzt wieder einige, also haben sie da wieder einen gefunden. Bin gespannt, aber sie sind ein ganzes Stück weg. So, der Rucksack ist ausgepackt. Das Einzige, was ich jetzt noch außen dran habe, seht ihr, das ist hier so eine Pouch mit der Küche drauf. Ja, da sind jetzt so meine Gewürze drinnen, da ist noch mal ein kleiner Tangierbrenner drinnen, ein Topfkreuz ist mit drinnen. Dann auf der anderen Seite habe ich auch noch mal eine Pouch in gleicher Größe. Da steht schon Paracord drauf. Ja, da sind natürlich meine ganzen Bastelschnüre drin. Ansonsten ist der Rucksack jetzt leer und das ist jetzt mal das, was ich heute so ja, für mein kleines Taglager dabei habe. Bloß, dass ihr mal wisst, ungefähr im Platz. Also ich bin momentan jetzt bei 14 Kilo, das ist erschreckend viel. Das ist eigentlich nicht, meiner Meinung nach nicht viel, was drinnen ist. Das ist Messer, ein kleines Pfännchen. Ja, da habe ich ein paar Äste drinnen, das ist für ein anderes Video später. Ja, ein bisschen Kleidung, eine Fließjacke, meine Handschuhe. 1,5 Liter Wasser habe ich noch mit drin. Dann natürlich meine Küche. Heute mal bestehend aus der Pushbox. Das Ganze bevor ich mit dem Drangier, deswegen der Spiritus. Hier in dem Beutel, da habe ich eigentlich meine Lebensmittel immer drinnen. Meine Isomatte, für den Kaffee später noch einen kleinen Wasserkessel und meine Tasse dazu. Und weil ich heute ein bisschen länger hier sitze, habe ich noch mal ein Swagman Roll dabei, falls es irgendwann doch mal kalt wird. Was man halt auch nicht vergessen darf, hier ein Stativ, also das Kameragedöns ist natürlich auch noch dabei. So, also ein kleiner Eindruck, was da jetzt aktuell drin ist in dem Rucksack. Dann zeige ich euch jetzt mal den Rucksack etwas im Detail. So, ich hoffe, ich kann euch den Rucksack halbwegs gut und deutlich zeigen.
Erstmal vorab nochmal, das ist also der Zipperfox in 40 Liter Variante. Warum die 40 Liter Variante? Ich habe ja einen 85 Liter Rucksack von Osprey. Den nutze ich aber ganz gerne ja, für meine Overnighter-Touren. Also wenn da wirklich noch Isomatte, Schlafsack, Lebensmittel und Gedöns noch dabei ist. Der Osprey, der hat wirklich ein hervorragendes Tragesystem, also da kann ich dann auch einmal ein bisschen mehr Lasten schleppen. Jetzt wollte ich aber noch einen Rucksack haben, eben für Tagestouren, wenn ich ganz normal irgendwo Taglager oder wenn ich auch mal Wanderungen mache, der aber trotzdem ja, sagen wir, ein bisschen was ja, in sich reinbringt vom Volumen her, der aber auch gleichzeitig noch ein recht vernünftiges Tragesystem hat. Da bin ich nach langer Suche eben genau auf diesen Zipperfox gestoßen. Das nächste war auch, es soll ein Rucksack sein, der ja, sagen wir, vom Ladesystem her einfach zu handhaben ist. Das hier ist jetzt ein sogenannter Top- und Frontloader. Frontloader, das war für mich ganz interessante Idee. Und ja, das stelle ich euch gleich vor. Wie man jetzt das sieht von außen, ist erstmal wieder ja, so ein typischer militärischer Rucksack. Ich bin zwar eigentlich kein großer Freund davon, weil meistens die Tragesysteme ja oftmals nicht so toll sind. Und zum anderen, ja, ich weiß nicht, ich bin jetzt nicht so der militärisch Angehauchte, aber jetzt der Rucksack war wirklich praktisch. Er hat hier zahlreiche Molle-Schlaufen, da kann man einiges an Zubehör dran befestigen. Ihr seht, ich habe hier links und rechts zwei Pouches dran. Das sind Pouches, die sind nicht im Lieferumfang dabei, die habe ich mir separat gekauft. Also die müsst ihr euch eigentlich wegvorstellen. Da habe ich eben, wie gesagt, meine eine für meine Paracords, die habe ich außen dran. Und auf der anderen Seite ist dieselbe dran, da ist wenigstens meine Küche dran. Somit habe ich ein bisschen schon den Platz nach außen verlagert, dass ich dann innen noch ein bisschen was reinbringe. Und von daher, also da hat sich das mit diesen Molle-Schlaufen, diesem ganzen System schon mal rentiert. Was auch sehr, sehr praktisch ist, deswegen auch diese militärischen Rucksäcke, also da sind sie wirklich vorteilhaft. Sie haben halt hier zahlreiche Schlaufen außenrum mit Befestigungsriemen. Also da bin ich wirklich restlos begeistert, weil da habe ich zum Beispiel an einer Seite immer ganz gerne mal ein Stativ mit dran, das Kamerastativ. Ihr habt es gesehen vorhin, da an der Frontseite haben wir auch noch mal zahlreiche Riemen, da habe ich eben die Isomatte vorhin dran gehabt. Und auf der anderen Seite haben wir das gleiche auch noch mal. Hier haben wir dann auch noch mal Riemen. Also ich kann eigentlich rund um den ganzen Rucksack, kann ich hier mit den ja, vorhandenen Riemen, das ist auch wichtig, die sind schon dabei, diese ganzen Schnürriemen, kann ich da also allerhand an Zubehör noch an dem Rucksack dran machen. Das ist schon mal ein Punkt, was ich richtig klasse finde an dem Teil. Ja, ich habe es gerade erwähnt, Top- und Frontloader. Toploader eigentlich ganz normal, weil wenn ich den hier aufmache, habe ich hier einen Deckel, kann ja sofort von oben an den Rucksack reingreifen. Was mir jetzt eben an dem System auch gut gefallen hat, weil es kommt ja durchaus mal vor, ich habe irgendwas tief im Rucksack drinnen, muss da jetzt aber schnell mal mit ran. Normalerweise bei einem Toploader muss ich alles wieder rausräumen. Und das ist jetzt hier das Schöne. Jetzt muss ich wieder aufmachen. Ich kann hier die Reißverschlüsse runterziehen. Kann den ganzen Deckel hier nach vorne aufklappen. Und würde so also auch an mein Material jederzeit reinkommen und kann hier von unten was ja, dann entnehmen. Das ist ein Punkt, der hat mir richtig gut gefallen. Haben jetzt auch nicht so viele Rucksäcke gehabt, dieses System. Und das fand ich also richtig klasse. Machen wir gleich mit dem Innenraum weiter. Ich hoffe, ich zoome euch mal ein bisschen her. Ich denke, ihr könnt es erkennen, wenn ich euch den Innenraum zeige. Der Innenraum ist insgesamt ein bisschen unterteilt. Er hat verschiedene, ja, nochmal Verstaumöglichkeiten, Taschen, der große Hauptraum, das große Hauptfach natürlich. Fangen wir mal hier an. Er hat hier an der Seite, da unten, sind zwei so kleine Netztaschen. Und hier oben, da ist auch nochmal was mit Molle-Schlaufen, kann man auch jede Menge Kleinzeug rein befestigen. Was ich immer ganz gerne mache, ich habe es jetzt heute allerdings nicht dabei, ich verstaue immer hier ganz gerne mein Beil und meine Säge drinnen. Das passt hier genau hinten rein, geht dann hier mit dem Stiel da unten rein, die Säge auf der anderen Seite. Da habe ich eigentlich so mein Werkzeug schon mal hier auf der Seite verstaut, ohne dass mein Hauptfach überhaupt mal ja, angerührt worden ist. Ist ein Feature gewesen, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Auf der anderen Seite, das ist jetzt ein Feature, das habe ich noch gar nicht genutzt. Das ist hier auch nochmal so eine Netztasche. Die ist nochmal so hier in der Mitte unterteilt, das ist nochmal vernäht. Kann man also auch jede Menge Kleinzeug drinnen verstauen. Habe ich bis jetzt ehrlich gesagt noch gar nicht genutzt, aber ist eben vorhanden. Dann machen wir hier weiter. Hier ist jetzt nochmal so eine separate Tasche, auch mit einem Reißverschluss. Da habe ich ein bisschen so Kleinkrempel drin. Da habe ich immer meinen Wildbeutel drinnen. Ja, hier ist nochmal Taschentücher, Desinfektionsmittel, Notriegel, falls wir mal wirklich hungrig bleiben. Also hier bekommt man nochmal ein bisschen auch Kleinzeug unter. Und dann, wenn der Deckel hier zu ist, haben wir ja auch nochmal eine Verstaumöglichkeit. Ja, da habe ich auch nochmal ein bisschen Paracord mit drinnen.
Da habe ich auch normalerweise immer mein Messer drinnen. Dass das nicht außen am Rucksack ist, das habe ich immer damit drinnen. So, und das sind also die Möglichkeiten, die ich erstmal hier außen dran habe. Ja, was habe ich hier noch? Da ist nochmal eine Tasche. Ich hoffe, man erkennt es ein bisschen. Das sehe ich sogar, da habe ich mein Schneidbrett drinnen. Hier sind kleine Schneidbrettchen, das brauchen wir dann auch später. Man könnte auch alternativ, ich glaube, sogar eine Trinkblase dann festmachen, weil eine Durchführung. Genau, hier ist so eine Durchführung. Also dann könnte ich hier sogar eine Trinkblase verstauen. Denke ich mal jetzt so. Ansonsten das Hauptfach ist halt so geräumig. Ich hoffe, ihr könnt es ein bisschen nachvollziehen. Ich kann euch mal zum Vergleich eine 1,5 Liter Flasche hier zeigen. Also das ist wirklich mit diesen 40 Litern für Tagestrips bisher wunderbar. Funktioniert echt toll, die ganze Geschichte. Zumal, wenn es dann wirklich nicht reicht, ich eben die Möglichkeit habe, mit diesen Molle-Schlaufen hier nochmal weiteres Zubehör dran zu befestigen. Machen wir die Geschichte wieder zu. Ja, die Reißverschlüsse, sagen wir mal, sind okay. Könnten manchmal ein bisschen leichtgängiger sein, aber sie sind okay. Das ist natürlich schwierig, weil der Rucksack komplett leer ist. So, dann steht das gute Ding wieder da. Ja, mir gefällt halt auch diese, ich sage mal, kompakte Bauweise. Ne? Ist schon glatt. Gibt eigentlich eine schöne Form. Das hat mir auch ganz gut gefallen. Machen wir weiter, was ganz wichtig ist. Das ist immer bei mir so mit dem Tragesystem. Ich hoffe, ja, man sieht es schon ein bisschen. Was mir halt immer ganz wichtig ist beim Rucksack, das ist halt, dass hier einmal eine vernünftige Hüftflosse immer dabei ist. Also den Beckengurt, weil auf den, wenn der vernünftig eingestellt ist, lastet halt das ganze Gewicht. Und da ist es für die Größe, für einen 40 Liter Rucksack, absolut in Ordnung. Hat schöne, große, stabile Schnallen. Also ist auch, sagen wir mal, von der Verarbeitung her absolut in Ordnung. Kann ich bis jetzt überhaupt nichts Negatives sagen. Die Beckengurte sind ganz okay für einen 40 Liter Rucksack. Klar, es gibt dickere, aber da sind die Rucksäcke auch größer. Aber bisher absolut, ja, hat er sich sehr komfortabel getragen. Kann ich überhaupt nichts Negatives sagen. Entsprechend auch hier die Schultergurte, sieht man jetzt hier schon im Kamerabild ganz gut, sind schön breit. Von der Polsterung her sind auch, also ich habe relativ sensible, empfindliche Schultern, also die hätten sich da schon längst gemeldet. Da sind die absolut ausreichend gepolstert. Ich muss allerdings dazu sagen, bei dem Rucksack, der hat jetzt heute, was ich jetzt heute hergetragen habe, war ich bei gut 14 Kilo. Das ist ehrlich gesagt schon ein bisschen viel. Richtig wohl fühle ich mich mit dem Rucksack eigentlich. Ich sage mal, wenn er so zwischen 10 bis maximal 12 hat, ist er noch völlig in Ordnung. Alles, was drüber geht, da merkt man dann, da ist der Rucksack dann irgendwo schon wieder vom Tragesystem, kommt er an die Grenzen, dann fängt er wirklich an, langsam zu drücken. Er hat halt dadurch, dass das ein 40 Liter Rucksack ist, nur eine bedingte Bauhöhe. Und ich habe das Problem, ich bin zwar nur 1,82 Meter groß, habe aber einen extrem langen Rücken, also ich habe deutlich längeren Oberkörper als die Beine. Und da ist bei mir immer das Problem, dass bei mir die meisten Rucksäcke irgendwo vom Rücken her zu kurz sind. Es ist bei dem, deswegen habe ich auch so lange gesucht, gerade noch so, als wenn ich den hinten drauf habe, ich weiß nicht, ob man es vorhin gesehen hat beim Intro-Video, dieser Beckengurt, der sitzt bei mir noch gerade so auf dem Beckenknochen auf. Also er könnte noch ein bisschen satter sitzen, aber er ist noch in der Toleranz. Das ist einfach bei Rucksäcken in der Größe, glaube ich, wird es ganz, ganz schwierig, weil irgendwo, ich meine, ein 40 Liter Rucksack ist halt nicht unendlich lang. Und wie jetzt mein anderer, der Osprey, der 85 Liter Rucksack, der ist halt deutlich länger. Den kann ich nochmal am Rücken einstellen. Den kann man nochmal besser anpassen. Aber wie gesagt, der hier ist auch für einen langen Rücken, wie jetzt bei mir, noch okay. Ist also absolut passabel. Ich habe mit dem jetzt schon ein paar Wanderungen gemacht. Noch keine Schmerzen gehabt, nichts. Also von daher sage ich, hat er bestanden. Da kommen wir auch gleich mal zu einem kleinen Nachteil. Und zwar, er hat hier in dem Tragesystem, das habe ich noch nicht so ganz verstanden, hat er hier so eine, ja, wie so eine Glasfieberstange drinnen. Ich hoffe, ich kann die mal rausholen. Das ist diese hier. Ich denke mal, die wird so die Funktion wahrscheinlich haben, dass die dieses ganze Rückenteil nochmal stabilisiert. Ich habe es jetzt auch schon mal ohne probiert, ich habe die komplett raus. Also ich persönlich habe keine Unterschiede gemerkt. Aber diese Stange hat einen Nachteil. Ich zeige euch die mal ein bisschen näher. Die ist durchaus, also sie ist hier so leicht, ja, schon entgradet, etwas abgerundet. Trotz alledem habe ich jetzt schon entdeckt, das wird jetzt ganz schwierig, dass diese Stange, da wo jetzt mein Finger drauf zeigt, ihr seht es, da wird es vielleicht ein bisschen heller, drückt sich jetzt tatsächlich schon wirklich durch diesen, ja, dieses Cordura durch wirklich ein reißfester Stoff.
drückt es sich schon langsam durch, diese Stange. Mir ist das auch hier unten aufgefallen. Ich weiß nicht, ob man es erkennt. Na, ich sehe da auch schon, wie das hier so leicht ausfranst. Also ich denke, über kurz oder lang würde sich diese Fieberstange ja dann irgendwann durchdrücken. Also das ist ein Punkt, ja, finde ich jetzt nicht gar so toll gemacht. Ich habe das vor ein paar Tagen erst entdeckt, dass das so anfängt. Und von daher, ich habe diese Stange jetzt eigentlich raus, weil ich finde es jetzt vom Tragen her, keine Ahnung, wahrscheinlich soll es das hier nochmal stabilisieren, aber beim Tragen habe ich da jetzt keinen Unterschied gemerkt. Und von daher habe ich es jetzt lieber raus, weil ich habe keine Lust, dass das dann tatsächlich hier noch alles kaputt wird. Also das ist jetzt so ein kleiner Makel, den ich entdeckt habe bisher. Aber ansonsten, ihr könnt es euch mal anschauen, ich blende euch das mal ein. Wenn man sich die Nähte anschaut, na, also hier, das sieht alles noch pico aus, da kann man gar nichts sagen. Der ist von der Verarbeitung her völlig in Ordnung. Es ist noch nichts aufgerissen, noch nichts aufgeplatzt. Also bin ich echt gespannt, wie es sich da machen wird. Jo, so viel zum Überblick über die Features, über die Verstaumöglichkeiten vor allem von dem Rucksack. Also das war für mich ein Kaufkriterium. Er sollte halt für diese 40 Liter nicht unendlich ausarten von der Größe her, sollte aber trotzdem ein bisschen Equipment unterbringen. Und da finde ich, ist er mit diesen 40 Litern und von der ganzen Geometrie, wie er gebaut ist, völlig okay. Qualitätsmäßig von der Verarbeitung her, habe ich schon gesagt gehabt, die Nähte sind in Ordnung. Dank dieser Cordura, ich glaube Cordura 500 dürfte das sein, auch bisher super robust, ist noch überhaupt nichts angescheuert, aufgekratzt, also hält spitze, bin ich super zufrieden. Ja, was ich mich schwer tue, normalerweise nenne ich ja auch gerne die Nachteile, sofern mir denn welche bekannt sind, ist jetzt bei dem Rucksack eigentlich schwierig. Ich habe da nicht so viele Nachteile entdeckt, das mit dieser Glasfieberstange, also diese Stange hier habe ich schon erwähnt, das ist eigentlich so das Einzige, was ich ein bisschen schlecht finde. Was ist vielleicht noch ein Nachteil, zu erwähnen bleibt vielleicht, wer jetzt aus einem Ultraleichtlager kommt. Dieser Rucksack, wie es halt bei den meisten militärischen Rucksäcken ist, ist jetzt auch nicht der leichteste, der wiegt leer. Ich glaube fast an die 2 Kilo, 1,9 paar zerquetschte Kilo. Das ist also nicht unbedingt so ein Leichtgewicht, das muss man auch wissen. Ein weiterer Nachteil, wenn man es auch so nennen will, ist, ich möchte den Preis nicht vorenthalten. Er ist halt für einen Rucksack in der Größe schon verhältnismäßig teuer, also da war jetzt auch schon bei knapp über 200 Euro. Ist derzeit auch relativ schwierig zu bekommen in Deutschland, also ich musste mir den tatsächlich über einen Shop bestellen, der in England war, da habe ich gar nicht aufgepasst. Habe da also gute 3 Wochen drauf gewartet. Ich habe jetzt vorhin mal nachgeschaut, die Liefersituation ist wohl wieder etwas schwieriger. Kommt aber wohl auch darauf an, in welcher Farbe. Ich wollte den diesen Olivfarben haben, den gibt es also durchaus in andere Farben. Und ich glaube, gerade so diese gedeckten, getarnten Farben, ist immer ein bisschen schwierig zu bekommen. Also da muss man dann auch schauen, ob der überhaupt lieferbar ist. Und eben, mit diesen knapp über 200 Euro ist halt auch eine Hausnummer. Aber ich sage, wenn die Qualität passt und von den Features her, finde ich, ist es durchaus in Ordnung. Und da hat er mich bis jetzt schon überzeugen können. Also wenn ich jetzt heute sagen würde, würde ich mir den wieder kaufen. Ganz klare Kaufempfehlung würde ich mir noch einmal holen, weil er ist wirklich von den Riemen her, man kann sich den schönes Tragesystem einstellen für einen 40 Liter Rucksack. Ja, ist auch nicht immer selbstverständlich, dass er hier ordentliche Gurte hat, schön gepolstert. Da lege ich jetzt auch sehr viel Wert drauf, weil gerade beim Wandern, ich hasse es, wenn ein Rucksack hinten auf die Schultern dann schmerzt, weil das ganze Gewicht auf der Schulter lastet und nicht auf der Hüfte, das hasse ich. Und da habe ich also lang gesucht gehabt. Und das kann er, also zum Wandern super geeignet. Wie gesagt, man muss ein bisschen aufpassen mit dem Gewicht, aber das ist halt auch wieder so eine hochindividuelle Geschichte, weil ich weiß, unter euch gibt es auch Leute, die haben da mit 20 Kilo auf dem Rücken kein Problem. Ich selber habe jetzt gemerkt, eben bei dem Rucksack irgendwo, ich sag mal, zwischen 10 und 12 ist in Ordnung. 14 wie heute ist mir zu viel entschieden. Da hätte ich jetzt gerne mal einen größeren Rucksack dabei gehabt. Aber ja, das ist eine hochindividuelle Geschichte, von daher muss man sehen. Gut, recht viel mehr bleibt mir eigentlich nicht zu sagen, ich will euch da nicht zu Tode texten. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem V-Spot Zipperfox in 40 Litern einen schönen Eindruck geben. Es gibt noch einen relativ bekannten sogar, den liest man auch öfters mal. Der ist auch von V-Spot, das ist der Raccoon. Den gibt es, glaube ich, auch in ähnliche Größen, den habe ich mir nämlich sogar parallel schicken lassen. Und zwar den Raccoon, der hatte, glaube ich, 50 oder 52 Liter. Da gibt es auch eine größere Variante und eine kleinere. Und ich konnte mich noch nicht so ganz entscheiden zwischen dem Raccoon und dem Zipperfox, da habe ich mir beide schicken lassen. Der Raccoon hatte sogar ein verstellbares Rückensystem, also man konnte hier dieses Rückenteil
in der Höhe verstellen, aber da muss ich sagen, sorry V-Spot, das können andere besser. Da wenn ich mir meinen Osprey anschaue, der hat auch ein verstellbares Rückensystem, also das war von der Qualität her und von der Einstellmöglichkeit her ganz anders. Da muss ich sagen, da hat mich der Raccoon, ich habe es in allen möglichen Varianten versucht einzustellen, ich habe da irgendwie keine Unterschiede gemerkt. Und letzten Endes, obwohl der Rucksack sogar ein Stück größer war, er war für meinen Rücken einfach zu klein. Also ich habe gemerkt, zwischen Schultergurt und dem Beckengurt, das hat dann irgendwie Spannungen gegeben, das war irgendwie nicht ausreichend. Komischerweise lag mir der Rucksack, der jetzt nicht verstellbar ist, sogar besser. Also das war ein Punkt, warum der Raccoon da bei mir schon abgehackt war. Und der zweite Punkt beim Raccoon, er war vom Ladevolumen völlig in Ordnung, eben mit diesen 50, also müsste jetzt nachschauen, 50 oder 52 Litern, völlig in Ordnung. Aber er war halt ein reiner Toploader. Das heißt, man konnte den halt nur hier oben aufmachen. Und da hat er irgendwie hier oben wie so eine komische Tülle gehabt. Die hat man hier so raus, hier so rausnehmen können. Und wenn man den da, wenn der leer war, man hat sich den hier so jetzt bereitgestellt zum Beladen. Mich hat dann immer diese Innentülle gestört. Das war, keine Ahnung, ich habe den nur beim Probeladen, habe mich das sofort beim ersten Mal gestört und habe gesagt, okay, der Raccoon, durchaus passabler Rucksack, der war von den Features her, von den Verstaumöglichkeiten ähnlich gut. Auch mit Molle und allem, vom Material natürlich war das super gut, aber mich hat eben zum einen eben dieses Toploader-System gestört, eben nur dieses von oben rein, und das andere war dann eben mit diesem Rücken, der hat mir einfach nicht gepasst, aber das sage ich auch wieder, das ist hoch individuell, das kann bei euch ganz anders ausschauen, und von daher habe ich dann eben gesagt gehabt, okay, der Raccoon geht zurück und den Zipperfox behalte ich, und ich bin mit dem Rucksack super top zufrieden, der macht richtig Spaß. Eben wenn man auch wandern geht, ich merke auf den Schultern nichts, er trägt sich sehr entspannt. Also kann ich nichts sagen. Wie gesagt, man muss ein bisschen mit dem Gewicht drauf achten, aber das gilt wohl für jeden Rucksack, dass man sich den nicht vollknüppelt, weil irgendwann, da kann auch der Rucksack noch so gut gebaut sein, irgendwann tut jeder mal weh, wenn er noch so schwer ist. Aber eben zum Taglagern ist das bis jetzt super tolles Ding. Gut, ich will gar nicht weiter texten. Ich hoffe, ich konnte euch den Zipperfox ein bisschen näher bringen. Und wenn dem so ist, dass euch das Video gefallen hat, ich würde mich freuen, wie immer, über einen dicken Daumen hoch, wenn ihr mal ein Like da lasst. Und falls ihr den Kanal FreeSolo Bushcraft noch nicht abonniert habt, unbedingt abonnieren klicken. Kostet nichts, tut nicht weh, aber ihr verpasst keine Abenteuer, keine Reviews, die es in Zukunft weiterhin geben wird. Und bis dahin, die Rettungshunde haben mich zum Glück jetzt in Ruhe gelassen. Es ist ruhig hier. Ich wünsche euch bis dahin eine gute Zeit. Macht's gut. Bye, bye.